Hey Leute, hier ist wieder Christian von appdated.de und ich möchte euch in diesem kurzen Video zeigen, dass auch das neue Nexus 7, also das Modelljahr 2013, für ein Magnetcover vorbereitet ist. Bereits das erste Nexus 7 war für diese Option vorbereitet. Das heißt, wenn ihr ein Cover besitzt, also eine Schutzhülle mit einem Deckel und ihr klappt den Deckel zu, dann verdunkelt das Display, klappt ihr diesen Deckel wieder auf, dann erscheint wieder das Display in voller Pracht. Genau das gleiche besitzt auch das Nexus 7 der zweiten Generation. Ich habe hier einen kleinen Magneten, also ein relativ schwacher Magnet ist das. Und wenn ich den auch wieder hier über den linken Seitenrand bewege, komme ich zu einem bestimmten Punkt, an dem das Display abschaltet. Bewege ich den Magneten wieder von dem Display weg, erscheint wieder das Display und erwacht zum Leben. Genau diese Funktion erscheint immer dann, wenn ihr zum Beispiel das Cover schließt oder das Cover wieder öffnet, das Cover schließt oder das Cover wieder öffnet. Also auch Google hat in dieser zweiten Generation von dem Nexus 7 diese Funktion implementiert und ist meines Erachtens sehr nett anzuschauen. Vorreiter in diesem Bereich war Apple mit dem iPad und genau das gleiche kommt hier auch in dem Referenztablet von Google zum Tragen. Nochmal ein ganz kurzer Vergleich. Display off und wieder Display eingeschaltet. Das war es im Grunde auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bye.